Hallo meine Freunde, da sind wir wieder. Immer noch in Atlanta City. Und ja, wir müssen dann den guten Stony noch raushauen und diese Transportmission erfüllen. Aber erstmal werden wir, glaube ich, mal mit Hank sprechen. Oh, beim prallen Euter der Seekuh. Du bist Drake. Hank Bellows? Ja, Kleiner, mir ist die verfluchte Bilge vollgelaufen. Das ist nicht witzig, Sir. Sir! Der kleine Seepferdchenköttel nennt mich Sir! Mein Schiff wurde gekapert und Sie sind schuld. Hey, Junge, ich hab's gehört. Amitab und seine Halsabschneider. Nimm's locker, du wirst lernen. In Aqua kommt immer alles anders als geplant. Na, ich weiß nicht. Ihretwegen habe ich meine Freiheit verloren. Freiheit? Heilige Einfalt. Du glaubst an Freiheit? Hör zu, Jungchen. Freiheit ist ein Ding, das man sich verdienen muss. Man kann erst dann frei sein, wenn man entscheiden kann. Konntest du dich jemals frei entscheiden, hä? Ich weiß nicht. Siehst du, Drake, entscheiden kann man lernen. Ich bin nicht so schlecht wie mein Ruf. Also lass uns nicht nachtragend sein. Vielleicht hast du ja jetzt sogar bessere Karten. Wer weiß. Na, ich will's hoffen. Hoffnung? Mann, du bist echt noch witziger, als ich dachte. Danke. Na gut, werden wir mal den Typen befreien. Amitab können wir erst später. Genau. Ja, gut. Denke mal, das wird jetzt nicht das Problem für uns werden. So, weg damit. Oh, ist aber finster. Auf geht's. Ich hoffe, man sieht das dann im Video, dass es nicht dann allzu finster ist. So, mit unserem Scout hier ein bisschen vorbeifahren. Lüften wir mal ein bisschen um die Kurve. Irgendwie müsste jetzt vor uns was sein, laut Radar. Wow, da ist tatsächlich was. Ich weiß übrigens nicht, wer es mitgekriegt hat von euch. Wir spielen übrigens doch noch auf einer wesentlich höheren Auflösung. Und 3, 2, 1, Feuer! Los Leute, schnüren wir ein Päckchen aus diesem Spinner! Doch mal drauf. Fuck, daneben. Oh nein. Er trifft mich nicht, lol. Cool, Junge, ich bin sehr Jones. Sehr schön, sehr schön. Jones hat mich also doch nicht hängen lassen. Wir verpissen uns durch die Canyons. Ich warte am neuen Nachpunkt auf dich. Jo, geht klar. Gut, die drei Deppen haben wir gekriegt. Die haben uns nur am Heckschaden zugefügt. Merkwürdigerweise. Das Goons. Sehr schön. Na, nein, ich bin ja end. Jo, er fährt wirklich nur einen leichten Scout. Minen, überall Minen und ich hab keine Waffen. Hab den Laderaum voller Medikamente. Los, Junge, räum für mich die Minen weg. So, jetzt wird's noch ein bisschen actionlastiger.
Ach, ganz schön viele Minen. Wahnsinnig viele Minen wieder hier. Mein Güte. Das ist die Frage, wo will der lang? Okay, fuck. Sein. Vielleicht noch was ist für uns. Nee, sieht nicht so aus. Mann, ist der langsam. Yeah, du bist cool. Ein richtiger Eiswürfelpisser. Danke, Mann. Gut, bitte. Dann war's das auch für uns. So, warten wir auf den Autopiloten. Andocken. Belohnung? Nichts. Na gut. Atacama City, Höhlenstadt. 5285 Meter. Holen wir uns mal unsere Beute ab. Na, hat's Spaß gemacht? Oh ja, vor allem die Sache mit der Geheimpolizei. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht allzu viel Mist gebaut habe. Naja, Sporty, nichts in dieser feuchten Welt ist perfekt. Ich mach dir einen fetten Credit-Upload, wirst zufrieden sein. Und mach dir keinen Kummer wegen der Intrepido. Die haben genug mit ihren eigenen Schweinereien zu tun. Das ist aber auch das Mindeste. 2000 Credits. Ansehnliche Sümmchen. So, Waffenschieber. Können jetzt leider dafür trotzdem nichts kaufen. Den Hitman hätte ich sehr gern. Beziehungsweise den EMP. Oh, sehr geil, Style. Big Bang One. Wenn das Ding mal nicht Schaden macht. Davon müssen wir, glaube ich, sogar welche kaufen. Ich nehme mal zwei mit. Pet
Patch Kit bringt uns alles nichts. So, und Doc waren wir auch. Dann müssen wir jetzt mal in die Plaza gehen. Amitab! Stony Fox hat sich gerade über ELF-Funk gemeldet. Irgendein Warlord namens Zingan hat ihn offensichtlich... Stony, dieser Abfallhaufen von einem Idioten! Jetzt muss ich die Eerie rausschicken, um diesen hirnlosen, bescheuerten, abgetakelten, schmierölsaufenden Flachwassermatrosen zu retten! Ich bin nur der Bote. Brackwasser! Schon tausendmal habe ich dieser Scheißhausratte gesagt, lass dich nicht mit einem Warlord der Zone ein! Und was tut dieses Fischleichtgehirn? Durchgeknallt und abgeflaut wie er ist, ruft er ausgerechnet diesen Spulwurm Zingan auf den Plan. Mach den Dicken. Ich kenne Zingans Fregatte, die Deckerboard. Mann, Mann, Mann. Ich bin dabei, wenn es darum geht, Stony rauszuhauen. Ja, ja, ja. Ein Viertelstund vor seinem Tod, da war er noch am Leben. Helden spielen, das könnt ihr. Also, meinetwegen, holt diesen Idioten raus. Seht zu, dass er sein Boot wiederkriegt. Und mischt euch gefährlichst nicht in irgendwelche Geschichten ein. Rein und raus. Und das war's. Mehr nicht. Keine Sperenzchen. Kein Abenteuer. Oder ich nagle euch am kleinen Zeh an die Decke dieser Brücke. Verstanden? Ei, ei, Skipper. Oha, das war ein sehr eindringliches Gespräch. Kommt jetzt noch eine ELF-Funk? Nein. Na gut. Gucken wir mal nach dem lieben Stony. Mechaniker, Torpedos. Nein, Torpedos. Ja, auch einen mitnehmen. Bringt uns zwar gar nichts, aber gut. So, gucken wir mal nach, ob wir Stony rausboxen können. Stony ist in Gefahr. So, auf geht's. Ich habe Stonys letzten ELF zurückverfolgt und euch einen Nachtpunkt gesetzt. Okay, geht's los. Kleiner Drache, wir sitzen hier in der Eerie. Das ist nur ein Tech-Bomber. Wir brauchen Feuerschutz. Wo? Ah, das sind so Feinde. Angelina und William, wir sind angekommen. Ihr beide gebt uns Deckung. Wir holen Stony jetzt raus. Auf geht's. Na komm, 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 komm. Was ob's? Könnte etwas schneller gehen. Da kommen ziemlich viele Tornado-Zone-Boote. Oha, das sind viele Schweinebacken. Hey, die Eerie müsst ihr unbedingt schützen. Aber haltet euch von den Fregatten fern. Zingan ist unberechenbar. Hey! Wollt ihr Hosenscheißer diesen Fox raushauen? Ich warne euch! Er gehört mir! Ich, Zingan, reiß euch mit meiner Daggerboard den Arsch auf! Wir lassen hier niemanden zurück! Mayling, beeilt euch! Keine Angst, sind dabei! Wir schaffen es! Er kommt näher, Leute! Gegen seine Daggerboard habt ihr keine Chance! Und Stony raus, schnell!
gleich. Und? Wir haben ihn bald. Haltet durch! Feuer! Jawohl. Ich bin dir was schuldig, Willy Boy. Du darfst mir den Rücken schrubben, Mann. Okay, ich hab anscheinend... Guten Job, Willy. Und jetzt gleich zurück nach A-City. Okay, eigentlich müsste jetzt kommen. Ich hab den Bomber außer Gefecht gesetzt, aber ich hab's anscheinend nicht. So. Da dubbeln wir hier genüsslich durchs Meer. So im 5000 Meter Tiefe, ohne dass uns was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon war jetzt mit den... mit der Mission. Ich denke mal, da kommt bestimmt noch was. Leute, ich kann hier nicht ohne die Foxy Blue weg. Ich brauche mein Boot. Ich übernehme jetzt die Steuerung der Eerie. Okay. Oh, Stoney, du Miese. Was soll's? Stoney ohne Boot nutzt uns ja noch weniger. Hilf du ihm, Willy. Ich locke ein paar Zoneschiffe nach Atacama. Viel Glück, William. Merkt's euch. Ihr holt nur das Boot raus und macht euch dann aus den Augen. Keine Alleingänge. Weg. Hey! Zack, weg. Ich dock jetzt an und hol mein Boot. Warte auf uns, Willy. Nummer 1. Und Nummer 2. Mal gucken, wie lange der gute Stoney braucht. Ich hoffe, dass jetzt keine anderen Schiffe kommen werden. Wir haben nur diese Vendetta hier. Diese Sniper. Mal ein bisschen den Tank zerschießen. Welch mächtige Explosion. Ja, das ist für euch, Penner! Da habe ich doch glatt eine kleine Plasmabombe drin vergessen. Zurück ins A-City. Keiner tanzt mehr aus der Reihe. Stoney, du bist ein ziemlicher Motherfucker. Muss mal so sagen. Alter. Guckt euch diese riesen Station an. Und bedenkt, dass das Spiel, wie gesagt, aus dem Jahre 2003 ist, ne? Sieht es immer noch wahnsinnig gut aus. So, jetzt dubbeln wir noch schön nach A-City. Genüsslich mit 50 Stundenkilometern. Ich weiß gar nicht überhaupt, was das für eine Maßeinheit ist. Ob das Meilen sind oder zurückgelegte Meter in der Minute. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Kilometer sein wird. Wuhaa! Crawler! Was wollen die hier? Komm, Willy, die machen wir platt! Herr X-Hirne, ich hab doch gesagt,
Willy, sieh zu, dass Tony nicht schwimmen muss und hilf dem Kornkrabbenhirn. Mede, zurück nach A-City. Sag noch eins. Oh nein, verwirrt. So, die anderen wird aber alleine bleiben kriegen. Oh, nein. So, die haben auch was gemacht. Oder? Ja. Folgen wir mal Stony. Ich denke mal, das war's jetzt endgültig. Fahren wir mal vor. Fahren? Wird man das fahren? Ich gehe mal davon aus, dass man das immer noch unter Wasser fahren nennt. Genießt ein bisschen die triste Landschaft. Ich frage mich auch, wie das Spiel aussehen würde, wenn man hier die Crytek Engine verwenden würde oder die Frostbite Unreal Engine 4. Sähe sicherlich richtig geil aus. Da ist unser Eevee. Hier bestimmt Gezeitenkraftwerk oder Strömungskraftwerke. Das Schade ist, man kann selber nicht einfach so eintauchen. Willy Boy, du bist ein echter Kumpel. Shit. So geht das. Packen wir's. Wow, cool. Karma City, ne? Gehen wir mal zurück. Zingang ist vernichtet. Gab's doch noch was für uns. Sehr schön. Ja. Atacama City, Höhlenstadt. 5285 Meter. Halt. Erstmal das Dock checken. EMP rein. Ah, das sind diese EMP. Torpedos. Ja, toll, jetzt habe ich das Plasma da ganz liegen. Und kann es nicht nutzen. Na gut, ich würde sagen, das reicht auch für diese Folge. Die war schon lang genug heute. Ich bedanke mich nach wie vor fürs Zusehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann werden wir weiter wissen, wie es hier in Atacama aussieht, was hier abgeht, was hier noch sich passieren wird. Ich bedanke mich nach wie vor fürs Zusehen. Denkt dran, abonniert mich, liked mich, macht was ihr wollt. Und ja, vielen Dank.